Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Fallfam-Reihe und mal wieder ein neues Auto hier am Start. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück dann nochmal schnell an und machen dann auch nochmal eine kleine Spritztour. Ne, Kofferraum ist ziemlich niedlich. Ja, gut. So. Ja, das Auto ist auch schmutzig, also die Fenster und so. Und der Bremsweg ist ziemlich lang. Muss man vielleicht erst noch tunen. So, ich würde sagen, wir kommen zur Installation. So. Wir gehen zurück, also ich. So, als erstes müsst ihr halt so das einmal herunterladen und ja, das so dann einmal entpacken. Dann müssen wir uns den Namen hier einmal kopieren und wir müssen einmal die Server-CFG öffnen. Und scrollen natürlich nach unten unter Cars habe ich das jetzt drin und dann schreibt ihr einfach Start und dann den Ordnername so dahinter und dann einfach hier auf Speichern und übernehmen. So, als nächstes gehen wir in den Resource-Ordner unter Autos und ziehen das einfach hier rein. Und danach nur noch Server neu starten oder starten und ihr habt ein neues Auto. Ja, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.